Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Das ist ein neues Video von mir und zwar geht es in dem Video um das. Ich möchte euch ein bisschen was über das Carrera-Sortiment sagen. Ich habe euch auch erzählt, dass ich bei Carrera arbeite seit September im Outlet Center und ich möchte euch jetzt auch ein paar Sachen darüber erzählen, weil ich habe auch ein paar Sachen da. Und ich starte jetzt einfach mal mit dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und wenn ihr eine Frage habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Ich würde mich freuen. Ich fange jetzt mal mit dem an, dass heuer bei Carrera ganz was Neues gibt. Und zwar sind das Carrera Adventkalender. Die haben wir heuer das erste Mal. Es ist so, da ist ein Auto drinnen, das was, also ich hoffe, man sieht das jetzt da. Das ist ein Auto, was ferngesteuert ist. Da ist auch die Fernbedienung und alles dabei. Ich fange sozusagen mit der, Entschuldigung, ich habe mich vorher so verkürzt, mit der Grundausstattung an. Und das Auto baue ich jeden Tag auf. Das heißt, am 24. Dezember ist das Auto dann fertig. Und es ist eben ferngesteuert, Batterien, alles dabei. Und der kostet normalerweise 50 Euro, auch im Online-Shop. Wir haben den leider im Carrera-Shop, im Outlet-Center nicht. Aber ist einmal Late-Night-Shopping, hat es natürlich viel günstiger gegeben. Und dafür gibt es ihn aber jetzt im Online-Shop ganz normal um 50 Euro. Also das wollte ich jetzt nur mal vorweg sagen, dass das ganz neu ist. Schauen, dass es ihn bald bestellt, weil ich glaube, die gängen relativ gut weg. Ich war gestern gearbeitet beim Late-Night-Shopping. Es war absolut voll los, also extrem. Ich habe das erste Mal gearbeitet und ich war eben bei der Ausgabe, weil da hat man eben was kaufen müssen. Im Online-Shop im Shop hat man zum Beispiel was gekauft und das hat man dann bei mir abgeholt. Und das war halt voll witzig, weil innerhalb von 10 Minuten, 4 Stunden war fast alles weg. Also es war echt wahnsinnig arg. Und wir haben halt nicht so viele Sachen da gehabt. Leider, wenn wir mehr da gehabt hätten, hätten wir mehr verkauft. Ja, leider. Kann man nichts ändern. Was ich nur sagen wollte, ich habe da jetzt zum Beispiel, ich möchte euch jetzt ein bisschen was erzählen über die Carrera Go, weil die habe ich nämlich aufgebaut. Und ich nehme euch jetzt einfach, ich tue jetzt einfach die Kamera umswipen und dann geht's schon los. Und zwar, das ist die Carrera Go-Bahn. Also, vorweg einmal, jetzt muss ich das natürlich da holen. Es sind zwei Controller dabei. Das heißt, das sind ganz normale Controller. Das ist eben der Knopf, der Speed-Knopf. Und das ist das ganz normale Ding, wenn man eben fährt. Man sieht jetzt da, die fahren eigentlich relativ gut weg. Ups, ich kann das auch noch nicht so gut. da hat man jetzt eben einen Yoshi und einen Mario dabei. Und ich habe jetzt für das zahlt eben 70 Euro für das ganze Set da. Das ist eben ist ein Looping dabei, den kann man aber theoretisch auch weglassen. Und da eben noch haben so Accessoires dabei, die kann man auch weglassen, zwei Controller. Und da ist eben so eine Zeitmessuhr. Das heißt, man kann, also nicht Zeitmessuhr, sondern ein Rundenzähler, man kann das einfach so einstellen, wie man das will. Und wenn ich jetzt zum Beispiel wegfahre, kann ich zum Beispiel da einen Turbo einschalten und dann geht es eigentlich auch schon dahin. Ja, ich kann das noch nicht so gut, wie gesagt, und ja. Genau, jetzt lasse ich es wieder stehen und das war sozusagen. Und da haben wir eben die zwei, es gibt aber, es gibt mehrere. Mehrere Autobahnen. Ja, vorweg, das ist natürlich nicht die einzige Carrera-Bahn, was wir haben, sondern das ist einmal die Go und da haben wir im Outlet-Center sowie im Online-Shop natürlich andere Pakete auch. Da gibt es zum Beispiel Pakete, da sind, ist ein Polizeiwagen drin und ein Lamborghini. Die kosten dann 45 Euro, die haben jetzt ein bisschen teurer wie die Go und ein bisschen billiger wie die Go jetzt. Dann haben wir zum Beispiel auch Go mit Ninja Turtles, ein Go mit Ferrari. Also es ist wirklich sehr viel Sortiment haben wir im Shop drinnen. Natürlich gibt es im Online-Shop genauso viele Sachen drinnen, sogar mehr, aber es ist natürlich teurer. Und ja, genau, das war jetzt mal das Wichtigste. Nach der Go gibt es nur, also die Go ist analog. Das heißt, ich kann die Zeit nicht einstellen, das bleibt immer so. Also schon mit dem Controller natürlich da einstellen, aber ja, das mehr dazu zu der anderen dann. Genau, das ist einmal die Go.
Da habe ich einmal bei alle Go ist ein Rundenzähler dabei. Das ist einfach so, ja, das passt da. Dann geht es weiter mit der Digital 132. Die Digital sagt schon, sie ist digital. Das heißt, da kann ich die Zeit einstellen. Da kann ich wirklich so ein Start-Stopp-Ding einstellen, wie beim Ferrari, wie beim Rennen, Formel 1-Rennen. Und da kann ich wirklich einiges einstellen. Da kann ich mit 6 Autos gleichzeitig fahren. Also, wenn man jetzt zum Beispiel mehr will, dann ist das eher was. Bei Autos gibt es generell bei der 132 ganz viele verschiedene Autos, auch bei der Go gibt es viel, natürlich nicht so viel wie bei der 132er. Jo. Die 132er kostet 200 jetzt bei uns im Shop statt 240. Natürlich kostet es auch im Online-Shop wieder mehr. Warum das? Weil wir im Outlet Center sind und da ist einfach alles günstiger, also zumindest bei uns alles günstiger und darum haben wir das günstiger und im Online-Shop teurer. Es gibt dann auch noch die 124. Die 124 hat riesige Autos. Die kostet aber auch 500 jetzt im Online-Shop. Wir haben es mal gehabt im Shop um 350. Haben wir leider nicht viel da gehabt, war recht schnell ausverkauft. Ja. Was will ich jetzt eigentlich nur sagen? Genau, wir haben auch ferngesteuerte Autos, einige. Also da von klein bis groß alles dabei. Von Autos, die was Wasserspritzfunktion haben. Von Autos, die was sich 100-mal überschlagen. Also alles dabei. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es auch in die Kommentare und ich zeige euch jetzt auf alle Fälle nur was ich da habe. Das habe ich gestern gekauft. Ich nehme euch jetzt einfach mal mit. So, schauen wir mal. Oh. Und zwar habe ich gestern gekauft, also vorgestern gekauft. Ja, und zwar, ich lege jetzt gar die Kamera da hier. Dass ich da, ups, dass ich euch das da zeigen kann. Und zwar. Jetzt ist der Flügel schon wieder runtergefahren, wegen mir. Und zwar ist es das da. Das ist ein fliegender Yoshi. Der hat auch Flügel dabei und so. Und der ist in Blau, gibt es aber auch in Grün. Der kostet 50 Euro. Genau, wir könnten vielleicht bald in den Shop, da kostet dann wahrscheinlich 35 Euro, also einiges günstiger. Fernbedienung ist auch dabei. Da ist ganz normale Batterie hinten, da schraube ich einfach auf, tue die Batterie rein und geht schon dahin. Da ist auch für ein Obi und da ist rechts und links. Der Yoshi ist so, wenn ich den einschalte, der fliegt automatisch, viere, und man kann nur auf Höhe und auf seitlich verstellen. Und eben da schaltet man ganz normal ein. Ich konnte leider jetzt nicht sagen, weil ich es nicht kann. Ich kann es echt null. Auf alle Fälle wollte ich euch nur zeigen, dass der echt voll süß ist. Und es ist zwar schwierig zum Fliegen am Anfang, aber man kommt mit der Zeit rein. Ja. Vorweg, was ich eigentlich nur auch noch sagen wollte, und zwar mein Renault Zoe-Video wollte ich eigentlich aufladen. Gibt es leider Schwierigkeiten mit dem Aufladen, keine Ahnung, ich probiere es jetzt schon Wochen, ich bringe es einfach nicht zusammen. Muss ich mit meinem Freund heute nochmal reden, dass er mir ein bisschen hilft. Und als nächstes wird es wahrscheinlich mal als erste Weihnachtsvideo geben, weil ich habe meine Wohnung schon recht weihnachtlich geschmückt. Ja, ich weiß, heute ist der 8. November, aber ich will das einfach so bald schon. Ich bin einfach schon so in Weihnachtsstimmung. Und darum zeige ich euch das gerne mal, was ich da für eine Deko-Sachen habe und woher ich die habe und wie viel das kostet und so. Lasst mir einfach einen Daumen nach oben da und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bei uns ist es leider heute nicht so schön. Ich genieße trotzdem den Tag. Auch wenn ich arbeiten will. Aber ja, man muss ja Geld verdienen. Auf alle Fälle, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao!